Daniel Schumacher, immer noch, nach wie vor. Wir leben noch. Geht noch nicht schlecht, du bist noch nicht seekrank. Nee, mir geht's noch gut. Ja, entschuldigt bitte die Bildverhältnisse, die ihr gerade empfangt zu Hause. Dieses Wackeln, das liegt nicht an eurem Fernseher, das liegt... alten Kollegen aufquetschen. Was machen deine alten Kollegen? Also ich weiß, dass Dominik und Benny und ich glaube auch, so wie ich gehört habe, Annemarie gerade so ein bisschen touren, auch mit neuen Songs, mit eigenen Songs. Mhm. Und habe dann auch ganz viel auch Kontakt zu Dominik, habe ich auch Kontakt zu Benny, Cornelia, Tobias Rössler, Florian Ehlers, Sarah Kreuz, Christine Gerstenberger und Vanessa Tivello und Michelle Bauer. Jetzt muss ich auch mal was fragen, das ist auch so ein bisschen jetzt so Yellow Press-mäßig. Einige haben ja dann irgendwie schon damit gerechnet, dass du irgendwas mit Sarah hast am Ende. Ja, das war nicht so. Es war einfach, das hat im Fernsehen wirklich so gewirkt, aber es war einfach, weil wir uns beide richtig respektiert haben und ich war Fan von Sarah, sage ich offen, ihrer Stimme. Ich war auch ein Riesenfan von dir. Ja, es war einfach, ja, es beruhte auf Gegenseitigkeit und es war deswegen auch ein schönes Finale und auch sehr harmonievoll. Es war wirklich ein schönes Finale und wir waren ja auch alle Fans von euch beiden. Oh. Wobei du nach wie vor für mich auf jeden Fall der Superstar warst. Okay. Das brauche ich jetzt nicht mehr sagen. jetzt wollte ich mal fragen, wie es zwischen dir und der Annemarie mittlerweile aussieht. Hat sich da irgendwas gebessert oder seid ihr immer noch irgendwie so... Ich muss sagen, Annemarie und ich haben keinen Kontakt momentan. Das liegt auch daran, ich habe ihre Nummer nicht mehr. Aber es liegt nicht daran, dass ihr sie nicht mehr wollt, sondern ich habe mein Handy wurde damals entwendet. Und es gehen ganz viele Nummern, aber... momentan haben wir keinen Kontakt, aber ich habe auch keinen Stress mit ihr. Es war einfach während DSDS war es alles sehr aufgebauscht und alles sehr, durch die Medien auch alles sehr extrem, würde ich mal sagen. Wir hatten einfach unsere persönlichen Differenzen, die teilweise im Fernsehen auch darüber kamen, aber beiseite nicht alles. Ja, es ist halt einfach so, dass viele Sachen nicht gezeigt werden. Aber ich denke, im Nachhinein kann man auch beide sagen, dass das wirklich eine Ausnahmephase in unserem Leben war und dass wir da, wenn wir es wahrscheinlich wieder sehen würden, normal miteinander umgehen könnten. Hoffe ich zumindest. Also von meiner Seite aus wäre das so. Auch ich denke, die Annemarie ist auch da so ziemlich locker, ja, die ist auch nicht nachtragend. Die haut ja immer mit dem Hammer drauf und dann bereut es immer im Nachhinein. Ja, das muss man auch mal lernen, dass man nicht immer mit dem Hammer draufhauen kann. Ganz genau, vielleicht hat sich ja auch gecheckt mittlerweile. Kann sein. So, jetzt wollte ich aber noch ganz kurz mich dafür entschuldigen, dass Daniel jetzt doch nicht singen kann. Eigentlich, der hustet ja schon direkt von da drüben. Eigentlich solltest du ja jetzt ein kurzes Liedchen für mich trällern. Das bekommst du nicht hin, weil du krank warst. Du hattest ja schon Verdacht auf die Schweinegrippe. Ja, alle Symptome haben so auf Schweinegrippe irgendwie hingewiesen. Aber ich hatte dann kein Fieber. Und deswegen war es doch keine. Es war eine normale Grippe. Aha, was sind denn so die typischen Symptome für die Schweinegrippe? So einfach mal für Volk. Halsschmerzen, Schwindelgefühle, glaube ich. Und Fieber eigentlich, aber Fieber hatte ich nicht. Mhm. Ich muss nur Antibiotika nehmen, aber ich glaube Schweinegrippe oder normale Grippe ist eigentlich scheißegal. Ich glaube so schlimm ist die Schweinegrippe auch nicht. Es wird einfach nur so hochgebauscht. Ja, denke ich auch. Also es ist eine Grippe, so genauso wie die Vogelgrippe, die es mal gab, die China-Grippe und sonst was. Wir krepieren jetzt einfach mal weiter in den Song, würde ich sagen, und sind gleich zurück. Ihr hört jetzt von Pitbull I Know You Want Me und wenn ihr diesen Titel haben wollt, dann müsst ihr einfach nur den Bestellcode A325 als SMS an 5 mal die 3 schicken und wir sind gleich wieder zurück auf unserer roten Tretboot mit Daniel Schumacher. Peace out.